Prophetisches Wort mit Übung Corona-Krise 2020. Dieser Artikel enthält eine Botschaft, die Gott uns gezeigt hat für diese Zeit, also während der sogenannten Corona-Krise im Jahr 2020 und für die Zeit bzw. die Phase, die darauf folgen wird. Ganz grundsätzlich gesprochen geht es in dieser Zeit vor allem darum, dass wir als Leib Christi unseren Blick auf Gottes Pläne richten. Dabei geht es unter anderem um diese Fragestellung. Wozu soll diese Zeit dienen und wohin soll das führen? In diesen Fragen sind Schlüssel zu Gottes Plänen und Strategien für uns. Wir haben den Eindruck, dass Gott momentan viel über Vorbereitung spricht bzw. sprechen will. Wir haben dazu das Bild einer Armee im Zelt bzw. im Heerlager vor der kommenden Schlacht. Hierbei ist der Begriff in Anführungsstrichen Schlacht sehr neutral zu sehen. Schlacht kann auch symbolisch für zum Beispiel evangelistische Aktionen stehen, für geistliche Landeinnahme, dafür, dass Christen Bereiche der Gesellschaft positiv beeinflussen etc. Natürlich kann das auch dazu führen, dass Christen und das Reich der Finsternis bildlich gesprochen aufeinanderprallen. Das ist aber nicht die Hauptsache. Und es gibt auch schon jetzt in Anführungsstrichen Schlachten. Der Schwerpunkt in diesem Bild liegt aber auf der Vorbereitung. Wichtig, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte. Siehe dazu Epheser 6, 10 bis 18. Vorbereitung. Und ähnliche Themen haben wir schon länger auf dem Herzen, besonders aber seit Ende 2019. Das findest du insbesondere in der Jahresprophetie 2019, Zeit im Zelt und in den prophetischen Übungen. Mache dein Zelt weit, empfange Gottes Strategien im Offizierszelt und Jesus im Zelt begegnen. Diese Übung ist in zwei Versionen verfügbar. Und unten findest du diese Artikel mit diesen Übungen verlinkt. Den Artikel findest du natürlich auch in YouTube in der Videobeschreibung verlinkt. Und du findest dann unten im Artikel eine Aufstellung mit den gesamten Links dieser Botschaft und natürlich auch weiterführende hilfreiche Artikel und Artikelbotschaften, die damit zusammenhängen. Das Thema Vorbereitung ist auch ein Teil von dem, was wir von Gott für das Jahr 2020 bekommen haben. Seit circa Mitte 2019 ist uns klar, dass Gott in unserer Prophetie für das Jahr 2020 auch über das Thema Vorbereitung reden will. Inzwischen können wir erkennen, dass es dabei auch um eine Vorbereitung geht für das, was Gott während der und ganz besonders in der Zeit nach der Corona-Epidemie bzw. Pandemie durch sein Leib tun will. Wir möchten in den folgenden Abschnitten kurz auf die Fragestellung, wozu soll diese Zeit dienen und wohin soll das führen, eingehen. Danach folgt ein praktischer Teil mit Fragen, die du Gott stellen kannst. Nächster Abschnitt, wozu soll diese Zeit dienen? Man kann diese Zeit besonders auch als Vorbereitungszeit im Zelt bzw. im Heerlager sehen. Mehr zum Thema Zelt findest du in unserer Prophetie für 2019. Schau dir bitte das Inhaltsverzeichnis an und lasse dich leiten, welche Themenbereiche gerade für dich wichtig sind. Prophetie für 2019, Zeit im Zelt, findest du hier verlinkt. Dann schau dir bitte auch diesen Artikel an. Prophetische Übung, empfange Gottes Strategien im Offizierszelt, ist auch verlinkt. Es geht für den Leib Christi also auch um Gottes Vorbereitung im, in Anführungsstrichen, im Zelt seiner Gegenwart. Dort empfangen wir seine Pläne, seine Aufträge, seine Ausstattung bzw. Zurüstung, sein Reden etc. Gott selber rüstet uns aus und betet uns aus. Er selber leitet uns. In seiner Gegenwart empfangen wir von ihm das als Vorbereitung, was wir für die kommende Zeit brauchen. Gott bereitet uns vor für das, was er in der nächsten Phase durch seinen Leib tun will. Nächster Abschnitt. Und wohin soll das führen? Was kommt nach der Corona-Krise?
Was wir in Klammer geistlich kommen sehen, sind bildlich gesprochen, in Klammern geistliche Bauprojekte, in Klammern geistliche Landeinnahme, Seelenernte etc. Also Bauprojekte, Landeinnahme, Seelenernte, natürlich auch im Geistlichen, geistlich zu sehen, diese Begriffe. Das klingt jetzt sehr allgemein. Es geht bei Gottes Vorbereitung jedoch besonders darum, was er speziell durch dich bzw. durch eure Gruppe tun will. Es geht besonders um individuelle Berufungen für die nächste Zeit bzw. für die nächste Phase. Gott führt dich bzw. euch individuell. Er hat individuelle Berufungen bzw. Berufungen als Teil seines allgemeinen und übergeordneten Plans für dich bzw. für euch als Gruppe. Und das bedeutet auch eine individuelle Vorbereitung. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir alle in dieser Zeit Gottes Stimme hören und dass wir sein direktes Reden für uns empfangen. Wichtig ist auch, dass wir ihn um Weisheit und Leitung für diese Zeit und für die Zeit nach den Beschränkungen während der Corona-Pandemie bitten. In der Bibel finden wir, dass Moses auf dem Berg Baupläne bzw. Blaupausen von Gott empfangen hat. Das können wir für uns auf Gottes Visionen, Pläne, Berufungen, Strategien etc. hindeuten, die wir in seiner Gegenwart empfangen. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle Zeit mit Gott verbringen, ihm begegnen und direkt von ihm empfangen. Bildlich gesehen kann man es als eine Begegnung mit ihm im Zelt darstellen, wo wir zugerüstet werden und wo wir seine Pläne, Strategien, Aufträge, Berufung etc. empfangen. Und das alles können wir direkt mit ihm besprechen in seiner Gegenwart. Denn er als Person steht im Mittelpunkt. Um ihn geht es. Jetzt zum nächsten Abschnitt, der praktische Teil. Jetzt folgt eine praktische Übung mit Fragen, die du Gott stellen kannst. Ihr könnt das auch als Gruppe machen. Ihr könnt Gott zusammen fragen oder einzeln und die Ergebnisse hinterher besprechen. Die Fragen können grundsätzlich für dich und deine Berufung gestellt werden, aber auch für Gruppen. Passe die Fragen also an, wo es nötig ist. In der Audiodatei bzw. im Video, das am Artikelanfang verlinkt, gibt es bei diesen Abschnitten mit den Fragen auch die Möglichkeit, in der Zeit auf Gott zu hören. Es gibt für jede Frage circa eine Minute Zeit und wer länger braucht, kann die Aufnahme so lange anhalten. Hinweis für die Übungen. Du kannst jetzt Zettel und Stift bereitlegen oder dir diesen Abschnitt mit den Fragen ausdrucken und dir Notizen machen. Finde eine Position, in der du dich entspannen kannst, zum Beispiel im Sitzen oder im Liegen. Es hilft, die Augen dabei zu schließen. Vielleicht hilft dir auch ruhige christliche Instrumentalmusik, sogenannte Soaking-Musik. Dazu findest du auch einen Link unten. Wenn dir Jesus begegnet, dann kannst du die Audioaufnahme bzw. das Video pausieren und dir den Abschluss der Botschaft später anhören. Nun zu den Fragen. Was bereitet Gott in dir jetzt vor? Was tut er in dir, um dich vorzubereiten? Was ist dein Teil dabei? Was kannst bzw. sollst du von Gott tun, um dabei mitzugehen, mit ihm Hand in Hand und mit ihm zu kooperieren?
Was hat Gott für dich? Was will er dir geben? Womit will er dich zurüsten? Was bereitet Gott im Außen gerade vor? Was bereitet er in deinem Umfeld vor? Hierbei geht es sozusagen um die Außenwirkung, also zum Beispiel um Berufung, Schlachtenkämpfe, Landannahme, Bauzeit, Bauprojekte, Ernte etc. Wo wirkt Gott im Außen eventuell schon hinter den Kulissen? Wo hat er eventuell schon Menschen, Engel, Ressourcen etc. für dich bzw. für euch positioniert, wie auf einem Schachfeld? Seht dazu auch Epheser 2, Vers 10. Wie kannst du bzw. eure Gruppe mit dem kooperieren, was Gott im Außen schon vorbereitet? Was sind Gottes Pläne für dich bzw. für euch jetzt
in den nächsten Monaten und langfristig. Nun folgt ein weiterer Abschnitt mit Fragen, die du Gott stellen kannst. Bei diesen Fragen liegt der Schwerpunkt auf dem, was schon jetzt möglich ist, also auch während der Vorbereitungszeit. Der Titel vom nächsten Abschnitt ist Jetzt. Wichtig, auch während der Vorbereitungszeit kann es zum Beispiel Schlachten und Ernte geben. Viele Bauprojekte werden erst später in der Zukunft richtig durchstarten. Aber was jetzt gebaut werden kann, das kann jetzt gebaut werden. Vieles wird erst später in der Zukunft geerntet werden können. Aber was jetzt geerntet werden kann, das kann jetzt geerntet werden. Die erste Frage: Was kann jetzt gebaut werden? Was kann jetzt geerntet werden? Was kannst du jetzt tun? Was ist jetzt möglich?
Welche konkreten nächsten Schritte sind jetzt für dich bzw. für eure Gruppe dran? Was ist Gottes Reihenfolge für die nächsten Schritte? Was zeigt er dir bzw. euch jetzt noch ganz allgemein? So, das war es jetzt mit der Übung. Im nächsten Abschnitt findest du hilfreiche und weiterführende Links. Ich erwähne die hier nur kurz, du findest die Aufstellung im Artikel. Wichtig ist natürlich, dass du das angenommen hast für dich persönlich, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Und mehr findest du bei Jesus persönlich erleben, im Artikel verlinkt oder auch im Header-Menü. Und um die Fülle des Heiligen Geistes zu erleben, ist es wichtig, dass du die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast. Und hier findest du mehr zu Geistestaufe und auch ein Gebet, das dir hilft, die Taufe im Heiligen Geist unter das Sprachengebet oder Zungengebet zu empfangen. Dann findest du hier verlinkt unser kostenloses E-Book zum Download, das dir hilft, deine eigene Berufung zu entdecken. Das hängt sehr doll mit dem Thema auch zusammen, Vorbereitung. Wenn du es noch nicht hast, kannst du kostenlos runterladen, ausdrucken. Und mehr zum Thema Berufung findest du auch in der Themenreihe Berufung. Da findest du eine ausführliche Reihe mit verschiedenen Schulungsthemen, die dir helfen, in deiner Berufung zu leben. Ein ermutigender Artikel, deine Berufung von Gott ist wichtig. Dann eine geistliche Übung, die dir dabei hilft, den Plan Gottes für dein Leben zu erkennen. Das ist der Plan des Feindes, VS, also gegenübergestellt mit Gottes Plan. Dann die prophetische Übung, mache dein Zelt weit. Dann dieser Artikel und Übung hat sehr viel mit dem Thema Vorbereitung zu tun. Prophetische Übung, empfange Gottes Strategien im Offizierszelt.
Dann die prophetische Übung Jesus im Zelt begegnen. Version 1 die kurze Version und die Version 2 ist die ausführliche Version. Und der Artikel der Missionsauftrag in dieser Zeit in der Corona-Krise 2020. Im nächsten Abschnitt gehen wir nochmal kurz auf die Links ein zu unseren Jahresprophetien, speziell 2017, 2018, 2019. In unseren Jahresprophetien findest du sehr viele geistliche Grundlagen. Du kannst sie auch als E-Book, also als Textdokument, zum Beispiel im PDF-Format, kostenlos herunterladen. Viele Abschnitte dieser Botschaften enthalten wertvolle Hinweise für deine Vorbereitung für die nächste Zeit. Schau dir bitte die Inhaltsverzeichnisse an und beschäftige dich mit den Themenbereichen, die gerade für dich jetzt dran sind. Und lass dich dabei auch vom Heiligen Geist leiten. Du findest viele hilfreiche Abschnitte, zum Beispiel zu Bauprojekten von Gott in unserer Jahresprophetie für 2017, Brautzeit und Bauzeit. Und auch in unserer Botschaft für 2018 findest du viel hilfreichen Input für diese und für die kommende Zeit. Das Ausbrechen und Aufbrechen der Titel. Und in unserer Botschaft für 2019 findest du sehr viel, was direkt mit Vorbereitung zu tun hat. Zeit im Zelt. Und dann findest du die weiteren Jahresprophetien, auch noch ältere, findest du auf der Unterseite Artikelarchiv, findest du verlinkt. Das war's mit dieser Botschaft und der Übung. Danke fürs Zuhören und